So, wir wollen hier dann noch dieselben Türen. Aber hier machen wir das also komplett schwarz. So, für hier. Und oh, ist nicht mehr vorhanden. Okay. Ach, verdammt. Den kann ich jetzt nicht so umstellen. Hier Schranktür. Machen wir auch schwarz. So. Dann machen wir aber hier so. Ja. Ja. Dann hier kommt das mit der Tür alles in schwarz. Hier. Hier. Und das hier Gold und das hier schwarz. Nee, so rum. So. Den lasse ich noch. Ach, das hier wird das Schlafzimmer. Wie ich jetzt sehe, wie ich feststelle. Ich dachte, das hier wird das Schlafzimmer. Ah, das ist ein Raum für ihn. Das ist ein Raum für sie. Und das ist ein gemeinsames Schlafzimmer. Ach so. Die tue ich mal an der Seite. Dahin. So, was wollen die hier haben? Bettwanne. So, machen wir mal schwarz. Schwarz. Hier auch schwarz. Hier haben die schwarz. Schwarz. So. Dann machen wir das hier dran. So. Dann hängender Fernseher. Boah, ich glaube, hier wäre das nice für die. Dann hier können die. Gibt es kein YouTube? Hier können die Netflix gucken. Nachttisch Havanna. Machen wir ebenfalls in schwarz. Und die Griffe in Gold. So, einmal hierhin. Den tun wir dahin. Dann kann ich das hier noch ein kleines bisschen nach hierhin verschieben. So, dann kann das hier direkt dran. So, dann dunkler Sessel Havanna, hier schwarz und hier schwarz. Ich glaube, das wird da am meisten Sinn machen. Dann tue ich den hier mal weg. Kann das so. Lampe Tube. Hier machen wir schwarz und hier. Nee. Dann weiß. Oder warte. Hier gibt's Gold. Dann machen wir Gold. So. Und. So. Und Kronleuchter Rea. Metall machen wir Gold. Und das hier machen wir lassen wir schwarz. Dann kommt das eine hierhin, das andere hierhin. So, machen wir wieder Licht an. Nice. So, hier muss jetzt auch noch ein bisschen was gekauft werden. Ich habe kein Licht. Okay. Fangen wir mal mit dem Licht an. Da machen wir Gold und das machen wir Gold. Oder hier schon schwarz. So, und das kommt dann genau hier. Dann können wir jetzt Licht anmachen. So, Spiegellamon. Rahmen. Schwarz. Da gibt es hier Gold.
Metall, Eiche, Buche, Sapeli, Kirschbaum, Pappel, Teckel, Weiß, Schwarz, Zeder, schwarzes Holz, weißes Holz. Dann machen wir es auch. Na, komm. Ich glaube, würde so viel geiler aussehen. Eins und zwei. Wir sind immer noch ein Vampir, wie wir sehen. So, hängende Handtuchhalter mit gemustertem Mantilla. Primäre Farbe. Oh. Komm. Nehmen wir wieder Diamantkreuze und dann Haken, Gold. Das machen wir aber dann für hier. So. Den machen wir hier Haken auf Gold und dann hier helles Braun, Kaffee, helles Grau, Weiß, Hellblau, Grau, Beige, Pastellrosa, brauner Kaffee und Grasgrün. Ich glaube, helles Braun macht am meisten Sinn. Sieht viel, viel geiler aus. Dann hier. Und davon machen wir sogar noch einen zweiten hier. So, dann haben wir hier stehender Toilettenpapierhalter. Den packen wir mal. Kann man eine Farbe ändern? Ne. Dann machen wir den ganz normal hier hin. So. Komm, was gibt es hier für Farben? Oh, dann nehmen wir hier schwarz und dann eine weiße, rosa, rot, orange. Komm, einen machen wir schwarz, den anderen weiß. Ne, so. Für wen was ist, können die selber entscheiden. Und dann noch dunkler Seifenspender. Ja, ich glaube, so macht es am meisten Sinn. Machen wir einen hier hin und einen hier hin. So, dann werde ich hiermit auch fertig. Das ist fertig, dann hier, Kleiderschrank. Wir fangen hier als allererstes mit der Lampe an. So, ich würde aber sagen, wir machen so und so und Licht an. So, die hier, grau, helles Grau, ja komm, Griffe machen wir Gold und Details machen wir schwarz, Glas machen wir schwarz. So, dann fangen wir hier mit der, hallo, der Seite an, eins, zwei. Hier das Eckding machen wir grau, hier machen wir Griffe Gold und das Glas schwarz. So, können wir das hier jetzt da dran. So, das können wir noch ein bisschen nach da hinten. Dann kann der hier auch noch ein Stück nach da hinten. So. Dann passt hier der zweite auch noch hin. Ja. So. Genau. Perfekt. Und dann der hier nochmal. Rippen Gold. Teils schwarz. Und hier auch schwarz. So. Optimal. Dann kann das hier, Kissen ist grau, dann hier schwarzes Holz und Details auch schwarz. Dann kann das hier hin. Ja. So, dann haben wir das hier auch fertig. Warte mal. Ja. Verkaufe ich den mal und dann würde ich sagen,
Den hier machen wir noch mal in Schwarz. Andersrum, so rum. Ja. Macht am meisten Sinn, dass wenn es nach hierhin aufgeht. Zwar sieht das auch irgendwie einigermaßen gut aus, aber. So viel, viel besser. So, was haben wir hier? Möbel wählen. Inspiration. Wir möchten, dass die Einrichtung im Wohnzimmer und oben im Flur uns beide anspricht. Gleich klassisch, ein Spritzergrün. Ja, okay, komm, dann nehmen wir einfach ein paar Pflanzen. Oh, Gold. Wir nehmen Gold. Ah, das ist hier. Und was machen wir hier? Dann machen wir den hier. Und hier machen wir auch ein Gold. So. Nice. Hier. Kamayo Innentür machen wir wieder. Hier. Schwarz, schwarz, schwarz. Hier machen wir wieder Gold und das wieder schwarz. Dann muss ich mir das mal von der Seite ansehen. So. Und was wollen die hier noch? Kentaya-Pflanze. Gold. Ja, so rum ist geil. Sieht nice aus. Machen wir den hier hin. Ja, okay. Aber ich würde den da haben. Fangen wir mal damit an. Möbel wählen. Inspiration. Hier wäre das in so einem Stil. Dann würde ich den hier nehmen. Grundlage und dann hier Gold. So, packen wir erstmal das da hin und dann. Der hier auch wieder. Hier schwarz und da Gold. Den stellen wir hier mal daneben. Dann hier. In dem Stil wäre es dann eher das hier, würde ich sagen. Hier auch schwarzes Holz. Arbeitsplatte schwarz und das hier Gold. Tun wir das mal. Das würde, glaube ich, so viel nicer aussehen. Dann stellen wir den hier mal hier hin. Kurz, und dann können wir den gleich machen. Dann bitte zu dem Stil. Der hier, glaube ich, eher passend. Schwarz, schwarz, Gold. Ja. Komm, dann kommt der hier hin. Dann packen wir den wieder nach da hinten. Oder hier wird das viel, viel geiler aussehen. Dann hier. Regale. Gucken wir mal das hier. Hier ist Gold und hier ist Schwarz. Ja, komm. Das machen wir dann hier hin. Oh, jetzt will die noch mehr. Inspiration. Was würde ich hier gut hinpassen? Dann würde ich ja das hier nehmen. Jo. Das hängen wir mal. Das hängen wir mal hier hin. Und dann, ich würde sagen, wo war? Den hier auch nochmal. So, den. Nein, hier oben Gold, da unten war schwarz. Dann wird der hier oben mehr Sinn machen.
Dann würde ich den da hinten an oder hier ans Fenster packen und den da auf den Tisch. So. Lass mich hier Licht an. Hier muss nichts gemacht werden. Dann machen wir weiter mit dem netten Herrn hier. So, die Tür wieder als erstes. Schwarz, schwarz, schwarz. Jo. Machen wir das hier. Dann machen wir erstmal auf Licht an. Das packen wir aber auf die Seite. So. Gegenstand kaufen. Möbel bitte kommen. Erstmal, wir hätten das hier ausgesucht als Inspiration, ne? Ja, dann was Schlichtes. Nehmen wir den. Komm, ich glaube, Cremefarben reichen aus. So, dann hier ein Stuhl. Kommt der hier reicht auch aus? Ne, oder? Oder der hier, gibt es den auch in Creme? Das weiß. Ach, der ist hier in Creme, dann machen wir hier. Oh. Ja, dann lassen wir den so. Dann nehmen wir den. Und was will der hier? Boah, dann will ich den hier nehmen, wenn es auch ein Creme gibt. Na, dann nehmen wir wahrscheinlich eher. Nein. Ja, das hier: Arbeitsplatte auf alte Fichte. Hier Creme. Dann packen wir das eher hier hin. So, jetzt will er hier ein Bild oder ein Teppich. Will er hier einen Teppich haben? Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, den hier. So, so passt. Dann will er hier noch ein Bild haben. Ich würde dann sagen, so. Nee, der hier passt besser zu dem. Den hängt, gibt es den auch einen kleiner? Hoppla. Benutzen. Den. Kleiner gibt es den nicht. Okay, dann hier. Hier darfst du den haben. Ledersessel haben. Banner will er jetzt. Aufgaben. Da haben wir Ledersessel haben. Banner. Ja, den lassen wir so wie der ist. Den stellen wir hier hin. So, Couchtisch. Den. Warte mal. Den stellen wir dann doch eher gleich hier hin. So, dann Couchtisch. Hier. So, den dann noch. Boah, so gefällt dem mir. Der sieht nice aus. Den packen wir hier hin, aber so. Egal, will ich jetzt nicht hören. Ah, das sieht nice aus. Jo, da können wir den ja jetzt vernünftig dahin hängen. So, dann kann der hier hin. Und Teleskop zeitlos. Ja. Können wir den hier hinstellen? So. Der hier ist fertig. So, hier oben habe ich jetzt dann, glaube ich, alles. Ich glaube, den brauche ich jetzt nicht mehr. Oder komm, ich nehme den vorsichtshalber mit nach unten. Hier habe ich alles. Hier habe ich alles.
Den hier habe ich. Hier habe ich alles. Den habe ich ja gerade fertig gemacht. Dann nehme ich das hier mit nach unten. So. Und dann fangen wir hier mit an. Kamayo Innentüren brauchen wir hier. Wieder. Machen wir genau dasselbe. Jo, das ist so ein geiles Edelhaus. So. Holzkleiderschrank, Wellum. Schwarzes Holz. Hier machen wir Gold. Schwarz und dann Glas. Auch machen wir Schwarz. So, wo macht es am meisten? In dieser Wand. So, dann hier. Holzkleiderschrank, Wellum. Achso. Brauchen wir ein paar Mal mehr. So, und hier auch nochmal. So, dann Holzkleiderschrank mit rechter Tür und regalen Wellum. Okay, hier schwarz, dann Gold und dann wieder schwarz. Ich würde sagen, der kommt dann eher dahin. So. Dann das kommt auch hier, hier und hier. Hier hin. So. Dann das. Grau, schwarz und schwarz. Packen wir den dann hier hin und den dann daneben. Perfekt. Ich würde die Tür hier gerne ändern. Kann ich den? Will das jetzt nicht verkaufen, um Geld zu, also schon irgendwie irgendwo Geld verdienen, aber nicht um nicht hier jetzt übers Ohr zu hauen, sondern ich will die Tür einfach ändern, dass es hierzu passt. So, was wollen die hier jetzt? Heller Kühlschrank, Ma. Grau, ne, oder warte, weiß, altes Weiß. Gibt's hier kein Dings? Komm, machen wir auf altes Weiß, die Griffe, machen wir Gold. Dann kommt das hier hin. Naja, komm, das packen. Warte mal, den packen wir hier hin. Der Kühlschrank gehört eigentlich niemals neben dem Herd, aber. So. Dann haben die hier noch so eine kleine Nische für den Mülleimer oder sowas. Dann hier heller Vorratsschrank. Machen wir auch altes Weiß. Verschneit. Grauer Marmor. Braun. Alles Weiß. Creme. Granitstein. Weiß. Glänzungsgrau. Hell. Marmor. Ah, die haben hier dunklen Marmor. Okay, dann machen schwarzer Granit. Ja, dann hier altes Weiß. Und hier machen wir wieder Gold. Und dann schauen wir mal, ob das hier hin passt. So. Ja, passt. Perfekt. Und dann. Brauchen die Cameo-Innentüren wieder. Machen wir dasselbe wie vorher. So. So. Dann heller Schrank mal. Hier machen wir wieder altes Weiß. Schwarzer Granit. Altes Weiß, Gold, warte mal.
Oh. Warte, das weg und das weg. Nochmal schauen. Was haben die da für ein Weiß? Ich glaube, ein normales Weiß. Grundlage? Nee. Hier haben die das. Vorne haben die altes Weiß, Griff schwarz. Ja, das passt. So, dann hier Umlage das, dann schwarz, dann hier ne, altes Weiß und hier auch schwarz. Und dann den hier verschneit, dann hier altes Weiß und dann wieder nee, das muss schwarz. So. Oh. Hier. Ja, komm, wir nehmen das so, wie das ist. Dann packen wir mal da oben drauf. Und das packen wir auch so oben drauf. So, dann haben wir das hier fertig und jetzt der Wohnzimmer, ne, das hier. Hier fehlt noch was. Heller Seitenspender. Details machen wir auch Gold, aber in Weiß. Das kommt dahin. Dann wollen wir hier einen Spiegel. Hier machen wir das in Weiß. Na komm, das machen wir auch in Schwarz. So, dann das hier machen wir das hier Gold. Die Farbe ist egal. Kommt das hier hin. Und dann Toilettenpapierhalter. Das kommt hier hin. Dann hier habe ich fertig. Und jetzt Küche haben wir. Hier haben wir alles fertig. Dann das große Finale. Ich glaube, den brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. So, dann Inspiration wählen. Hier, Inspirationen. Okay. Ah, ist doch eigentlich vollkommen egal, was ich nehme. Dann ist ja eh immer von hier. Und den hier, komm, wir nehmen den. So. Aufgaben, fangen wir mit dem Fernseher an. Fernseher, richtig geil hier über. Ne, doch. Lassen wir hier drüber hängen. Komm, machen wir auch. Netflix, oder warte. Ist doch hier. Ne, ist doch nicht. Komm, wieder. Netflix. Dann fangen wir mit der Couch an. Machen wir schwarz, hier weiß. Komm, dann machen wir das hier auch komplett weiß. Ne, da weiß. Und Beine, Gold. Machen wir hier so. Kamin machen wir auch an. Sieht nice aus. Dann hier heller Sessel in Lexington, komm. Weiß und Gold. Dann machen wir das hier so. Dann Esstisch, schwarz, schwarz und schwarz. Komm, Esstisch machen wir hier hin. So. Epoxy Couchtisch. Oh. Dann nehme ich das hier.
Arbeitsplatte machen wir schwarz und Beine machen wir Gold. Das sieht dann richtig nice aus. Dann machen wir den hier hin. So, den machen wir in schwarz und Glas auch schwarz. Der kommt dann richtig geil hier hin. So, kommen wir ein Stück mehr hier hin. Warte mal, ist das, ne, zum Glück kein Fenster. Ja, exakt an der Wand. So. Grundlage. Ja, dann lassen wir das weiß und das hier schwarz, oder? Das ist Gold. Den packen wir dann hier hin. So. Jucker. Den Blumentopf lassen wir so, wie das ist. Den machen wir einmal hier hin. Und hier hin. So, dann Gold, ja. Davon brauchen wir einmal hier und einmal hier. Wo sind die Lichtschalter da? Nice. Dann Kronleuchter-Rea. Dann das Metall machen wir wieder Gold und das hier schwarz. Der kommt hier genau in der Mitte. Nice. Ah, dann können wir den besser so machen. Den kleines bisschen mehr hierhin. Und dann hier Material grau. Und hier Beine, komm, schwarz. Da war ein Ruckler. So, dann machen wir den einmal hier hin. Hier hin. Und hier hin und hier hin. Ja, optimal. Alles erfüllt. Wir haben noch 11.000 übrig. Geil. Haben wir fertig gemacht. Rasen ist gemäht. Alles ist fertig hier. Top. Da hinten ist die Yacht. Die Yacht will ich haben, auf jeden Fall. So, ich hoffe, die sind glücklich. Nice, auf jeden Fall. Und dann 24.500 € verdienen wir dafür. Geil. Eine Veränderung auf jeden Fall. Boah. Boah, das kann sich so richtig sehen lassen, ey. Das sah richtig geil aus auf einmal. Dieser Vorher-Nachher-Effekt. Das war ja richtig geil. Oh, schon 23 Uhr haben wir's. Ja, ich würde sagen, für heute beenden wir dann mal. Hoppla, falsche Taste. Für heute beenden wir mal die Aufnahmesession. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, eingeschaltet habt und so. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine gute Nacht. Und vielen, vielen Dank auch für die ganzen Feedback und Kommentare und so weiter. Da bin ich sehr, sehr dankbar auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession. Ich war's, euer Max Deus und ciao!